Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Willkommen oder auch willkommen zurück. Ich bin Shirin De Bruyne, Moderatorin und Gründerin von Corporate Kitchen und nehme euch mit auf eine Reise, die uns zu mutigen Persönlichkeiten führt und auch viel Inspiration für euren eigenen Mut zur Persönlichkeit bereithält. Und heute zu Gast habe ich einen wahren Kreativkopf, der auch das Herz am richtigen Fleck hat. Er ist gerade frisch als President von 72 & Sunny Amsterdam, einer internationalen Kreativagentur, gestartet, die weltweit bekannt ist für ausgezeichnete Werbung und Kommunikation für Kunden wie Google, Zürich, Coca-Cola, United Airlines oder Bumble und wie sie nicht alle heißen. Seit Anfang 2022 verantwortet er dort das Europageschäft der Boutique-Agentur. Und davor war er unter anderem auch 14 Jahre bei der weltweit größten Werbe- und Marketingholding WPP unter Vertrag. Und das waren dann auch noch vor allem 11 Jahre bei Ogilvy. Und die Zeit bei Ogilvy verbrachte er in London, in Shanghai und dann auch noch in Berlin, wo er die letzten 5 Jahre mit seiner Frau und seiner Tochter gelebt hat. Und was er da gemacht hat, ist, er war als Geschäftsführer Teil des Boards von Ogilvy Deutschland und zuletzt als Chief Client Officer für das Kundengeschäft verantwortlich. Und bevor wir jetzt gleich auch persönlicher werden nach den ganzen beruflichen Stationen, sage ich erstmal herzlich willkommen, Simon Ussifo. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Shirin. Hallo. Schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Ich habe total Bock. Wir kennen uns ja schon wirklich lange, aber wir haben ja auch noch nie, und das haben wir ja schon im Vorgespräch festgestellt, wir haben ja noch nie wirklich mal intensiver miteinander gesprochen, ne? So wie das manchmal so in der Agenturszene so Brauch ist oder war, so auf einer Veranstaltung mal ein Drink, ne? Aber so richtig intensiv haben wir noch nicht miteinander gesprochen, ne? Nee, das stimmt. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass das jetzt passiert. Dann muss ich erst in den Podcast kommen, damit das funktioniert. Jawohl. Super, hör mal. Lass uns dich besser kennenlernen. Welche 3 Hashtags charakterisieren dich und vor allem warum? Also, ich muss jetzt natürlich davon ausgehen, dass die ich mir aussuche, auch in der Fremdwahrnehmung genauso gesehen werden. Ne? Das hoffe ich jetzt. Aber ich würde mir wünschen, dass es einmal Empathie ist, weil das etwas ist, was mir auch selbst sehr wichtig ist, weil ich glaube, dass Empathie uns in dieser Gesellschaft sehr weiterbringt, sich einfach mal in andere Menschen reinzuversetzen und Perspektiven zu ändern. Das zweite ist positive Energie, weil ich glaube, dass das einen großen Unterschied machen kann. Also im Grunde genommen, jenseits von Fakten und, sag ich mal, sehr rationalen Limitationen, kann positive Energie trotzdem irgendwie Berge versetzen und Sachen in Bewegung bringen. Und deswegen ist mir das sehr wichtig. Und als drittes würde ich sagen, Ausdauer einfach, naja, weil ich als alter Läufer, natürlich als Mittel- und Langstreckenläufer ist Ausdauer wichtig, aber eben nicht nur im Sport, sondern auch im Leben, weil es gibt immer wieder Zickzackkurven und kann nicht unbedingt immer nur gerade Lösungswege. Und da hilft es, wenn man ein bisschen Geduld hat, genau. Wäre auch noch ein super Hashtag, aber du kannst ja nur 3, ne? Aber Hashtag Geduld wäre sicherlich auch noch einer für dich, ne? Das stimmt, aber da bin ich nicht so gut drin eigentlich. Also deswegen, Ausdauer trifft es vielleicht eher, genau. Sehr gut. Also Empathie, positive Energie und Ausdauer. Sehr gute und schöne Auswahl. Toll. Also jetzt haben wir Lust, dich weiter kennenzulernen. Test bestanden, nein, Quatsch. Okay, sehr gut. Du hast einen super spannenden und vor allem auch internationalen Background. Lass uns da mal ein bisschen eintauchen. Wie fängt denn deine Geschichte an? Was sind denn so wirklich wichtige Stationen für dich, die dich zu dem Kreativkopf gemacht haben, der du jetzt bist? Ui, also ich würde sagen, es fängt natürlich irgendwo auch bei meinen Eltern an, weil mein Vater ja aus Nigeria kommt und sehr früh mit 17 nach Deutschland eingewandert ist, eigentlich mehr so für eine kurze Reise, und hat sich dann spontan überlegt, hier zu bleiben. Und der ist nach Bonn gekommen. Bonn war ja damals noch sehr wichtig und Hauptstadt. Genau, und er hat da meine Mutter kennengelernt, die aus Frankreich kommt, aus der Bretagne. Und auch sie war nur kurzfristig da, wie das halt so ist. Und dann bleibt man, ne? Und ja, da bin ich halt geboren, im Rheinland sozusagen groß geworden. Und das ist auch das, wo ich sage, da fühle ich mich am meisten verbunden. Und ich sag mal, dann habe ich da auch in Bonn Abitur gemacht, Friedrich-Ebert-Gymnasium, bilinguales, ne, also das Französische von meiner Mutter da noch weiter aufrechtzuerhalten, obwohl man sich natürlich als Kind immer dagegen sträubt, weil das, was die Eltern von einem verlangen, natürlich immer nicht gut ist. Aber und dann habe ich
Medienökonomie oder erstmal BWL und dann Medienökonomie in Köln studiert. Und ich glaube, da sind wir uns auch mal über den Weg gelaufen. Ja. Und genau. Und ja, und dann habe ich dann sozusagen, ich glaube, es hat mich immer schon auch ins Ausland gezogen, muss ich sagen. Also ich habe während meines Studiums sehr, sehr viele Praktika gemacht, also die ganzen Semesterferien, wenig surfen und viel bei irgendwelchen Firmen rumgehangen. Und ja, also auch teilweise ne, in Peking und in New York, in London und diese ganzen Auslandsaufenthalte haben mir so gut gefallen, dass ich auch irgendwie das Gefühl hatte, ich muss in die weite Welt hinaus direkt nach dem Studium. Und das habe ich dann auch gemacht und habe ja dann in London dann angefangen. Aber zwischendurch, muss ich sagen, habe ich ein bisschen Sport noch getrieben. Wie gesagt, die Lauferei war mir immer schon sehr wichtig. Ja, genau. Erzähl mal bitte, was war denn da genau los? Was war da genau los? Ja, ich habe Leichtathletik betrieben, damals genau beim Turn- und Spielverein 1913 e.V. Ober- und Niederdollendorf. Mhm. Ein Verein, der ja unheimlich viel Spaß gemacht hat. Und natürlich fängt man am Anfang mit allem Möglichen an, Laufen, Springen, Werfen und so weiter. Aber es hat sich sehr schnell rauskristallisiert, dass je länger die Strecken, desto besser wurde ich. Und genau. Und dann habe ich weitergemacht, ne, Vereinsmeister, Stadtmeister, Kreismeister, die ganzen Sachen. Und am Ende bin ich dann in der U17-Nationalmannschaft gelandet. Und wow. Genau, das hat mir schon sehr viel gegeben. Ich muss dazu sagen, es ist natürlich auch so eine Art Ventil, ne, gegen die eine oder andere Frustration vielleicht, wenn man als junger Mensch noch nicht so genau seinen Weg findet oder vielleicht auch ein bisschen gefangen ist zwischen den Kulturen. Das war auch immer so ein Thema. Und genau, und die Leichtathletik hat mich dann dahin gebracht und ich habe auch die deutsche Staatsangehörigkeit dann sozusagen angenommen, um dann auch da teilnehmen zu können an Länderkämpfen und so weiter. Und das hat natürlich sehr viel von meinem Alltag irgendwie bestimmt, weil man wenig Freizeit hat und viel trainieren muss. Trainieren, ne? Ja, genau. Ja. Mhm. Genau. Und das machst du aber ja heute nicht mehr. Nee, das sieht man ja auch, wolltest du gerade sagen. Nee, Wir treffen uns jetzt nicht auf dem Sportplatz. Nee, genau. Nein, das ist ja oft bei so Sportarten, ne? Wenn man nicht gerade im Fußball tätig ist, man kann davon nicht wirklich leben nachhaltig und für eine internationale Karriere hat es halt nicht gereicht. Und ich habe dann, ich würde sagen, so mit 20 oder so, war dann auch wieder gut irgendwann. Aber es war halt eine sehr lange Phase meines Lebens, wo ich viel Zeit auf dem Sportplatz und im Wald verbracht habe. Und vor allen Dingen hat es mich auch viel gelehrt für was danach kam, ne? Fürs Studium oder für den Beruf. Eine gewisse Ausdauer eben und eine gewisse Resilienz, sich zu arbeiten, hat mich sehr geprägt. Also ich glaube, dass gerade so Sportarten im Ausdauerbereich prägen den Charakter irgendwie sehr stark. Und genau, also ich habe davon sehr gezehrt und dann aber war irgendwann gut und dann habe ich mich sehr aufs Studium und auf die Karriere konzentriert. Und dann bist du ja quasi von der Rennstrecke in den Agenturstall gekommen. Auf die nächste Rennstrecke sozusagen. Und was fasziniert dich denn an der Agenturbranche? Weil du bist ja ein unglaublich ehrgeiziger Mensch und hast aber natürlich auch deine Werte. Darüber können wir vielleicht gleich auch nochmal sprechen. Was hat dich angezogen? Also, was hat mich angezogen? Also, zum einen hatte ich immer das Gefühl durch meine Praktika, dass ich mitbekommen habe, dass die Menschen, die jung angefangen haben in der Branche, sehr früh, sehr schnell mittendrin waren, statt nur dabei. Und irgendwie, wie das halt so ist, ne, man hat seine Mentoren, man macht diese ganzen Praktika und die haben einem immer gesagt, du, geh zur Agentur, ne, die ersten paar Jahre hast du eh nichts zu sagen. Dann kannst du wenigstens viel mitkriegen und viel machen. Und mich hat es fasziniert, dass man sich gar nicht so richtig festlegen muss. Also man geht halt zu so einer großen Agentur und dann arbeitet man montags auf Frühstückscerealien und mittwochs auf Autos und dann wieder auf, weiß ich nicht, Kosmetik. Und man hat halt so eine Bandbreite an Einflüssen, an Lernkurven, die man ständig wieder abruft. Und das hat mich sehr fasziniert. Und trotzdem lernt man ein Handwerk. Ne? Und was ich halt immer... In der Schulzeit, ich ganz ehrlich, konnte nicht so genau festlegen, wo meine Stärken sind. Ne? Also ich war jetzt nicht jemand, der eine spezielle Stärke in irgendeinem Bereich hat. Also ich konnte weder gut, keine Ahnung, tanzen, singen, komponieren, coden oder irgendwas, sondern mich haben Menschen immer fasziniert. Und diese Situation, dass man halt in einer Agentur mit ganz vielen Menschen von unterschiedlichen Bereichen zusammentrifft und all diese verschiedenen Kompetenzen orchestriert werden müssen und dass dann daraus was entsteht. Das hat mich schon auf jeden Fall fasziniert. Deswegen war auch für mich immer klar, so Account Management ist so mein Ding. Ich kann zwar selbst irgendwie nicht groß was Tolles zeichnen oder irgendwas, sag ich mal, aber ich kann sehr gut mit den Menschen zusammenarbeiten, dass da am Ende auch was Gutes bei rauskommt. Und
ja, da habe ich das Gefühl gehabt, dass die Agentur mir das sehr gut gibt und dass das zumindest eine gute Einstiegsmöglichkeit ist. Und wie das halt so ist, ne, so wie die Eltern auch nicht wieder zurückgehen, so bleibt man dann auch selbst hängen. Und ja, siehe da, bin ich jetzt 14 Jahre in der Werbebranche. Ja. Wahnsinn, ne? Wie die Zeit schnell vergeht, ne? Ist verrückt. Aber du bist tatsächlich, du hast ja schon gesagt, ne, der Mensch fasziniert dich, deswegen hattest du ja auch, oder ne, die Position eben auch bei Ogilvy zuletzt. Was sind das für Werte, die du vielleicht auch in deiner Kindheit mitgenommen hast, die dir auch ein sehr gutes Backup gegeben haben in deiner Arbeitsweise, wie du mit Kunden umgehst? Also worauf kommt es da auch an, um starke Kundenbeziehungen zu schaffen? Ja, es ist schwer zu wissen, inwieweit das zusammenhängt mit der Vergangenheit. Mhm. Aber ich glaube, dass eine gewisse Demut hilft, um ja eben diese Empathie zu entwickeln, weil man erstmal zuhören muss, sich erstmal auch sehr zurücknimmt. Und das ist ja gerade auch als Dienstleister irgendwie unheimlich wichtig, sich voll auf den Kunden zu konzentrieren, zuhören und dann aber wiederum auch, ja, vielleicht auch ein Stück weit ein kleines Helfersyndrom zu haben, um sich halt zu kümmern und dafür zu sorgen, dass andere erfolgreich sind, ne? Und genauso wie man sozusagen innerhalb der Agentur dafür sorgt, dass das Team erfolgreich ist, ja, also dass die Kreativen und die Strategen alles haben, was sie brauchen, um die beste Idee zu bekommen und sie auch umzusetzen. Genauso setzt man ja auch alles dran, dass sein Kunde irgendwie im Limelight steht und am Ende, ja, wer jetzt die Agentur war, ist ja völlig egal eigentlich. Aber für uns, wir wissen, wir haben auch unseren Anteil daran, ne? Und ich glaube, ja, von meiner Kindheit her oder von den Werten her, das ist ja etwas, was man retrospektiv vielleicht so analysiert. Das merkt man jetzt so gar nicht. Aber ich glaube schon, dass es hilft, wenn man mit Menschen einfach gut umgehen kann. Und das war für mich nie ein Problem. Ich habe immer sehr genossen draußen, neue Menschen kennenzulernen, sich einzustellen und auch zu lernen. Und ich sag mal, diese Diversität, die ich ja in mir trage, ne, ich bin ja irgendwie halb weiß, halb schwarz, ein bisschen französisch, ein bisschen afrikanisch, nigerianisch und auch irgendwie mit meinen Auslandsaufenthalten, da war ja in London dann viel, auch in Shanghai. Irgendwie war mein Leben immer durchzogen von Vielfalt und ich habe es immer als Bereicherung sehen müssen, weil es war ja meine Realität. Und diese Attitüde, dass etwas, was anders ist, erstmal keine Bedrohung, sondern vielleicht irgendwie meinen Horizont erweitert und mich weiterbringt. Das hat mich natürlich sehr, sehr geholfen, weil es natürlich Angst nimmt. Ich glaube, dass, ne, wir viel im Alltag mit Ängsten zu tun haben. Und wenn man da so seine Methodik hat, wie man mit potenziellen Ängsten umgeht, dann entsteht ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Und das hat mir, glaube ich, schon dann geholfen, in meinem Beruf voranzukommen. Du hast ja auch gesagt, gefangen in den Kulturen, hast du vorhin kurz gesagt. Was hast du damit gemeint? Ja, oder gefangen in oder vielleicht zwischen den Kulturen. Mhm. Also vielleicht auch ein bisschen zwischen den Stühlen. Also es ist halt ein buntes Potpourri, ne? Man ist halt komplett durcheinander. Also du läufst halt im St. Martinszug und singst irgendwelche Lieder mit rheinischem Akzent und freust dich auf irgendwie Knälsche oder so. Und kommst aber nach Hause und hast natürlich eine ganz andere Kultur da, ne? Oder auch, also meine Mutter und mein Vater, alleine die beiden Kulturen, die aufeinander prallen, ist ein buntes Feuerwerk, ne? Und ich bin ja, genau, Königswinter groß geworden, in einer sehr schönen Gegend allerdings, aber auch, ja, ich sag mal, unsere Grundschule war jetzt vielleicht kein sozialer Brennpunkt per se, aber es war jetzt auch nicht irgendwie das Villenviertel von Bad Godesberg, ne? Und ich glaube, dass diese ganzen, ja, Reibereien oder die ganzen Friktionen, die eben durch diese Vielfalt entsteht, die habe ich sehr früh mitbekommen und auch nicht nur die positive Energie, sondern auch die negativen Energien, die da freigesetzt werden. Und dann ist die Frage so Problemlösungsstrategien, ne? Wie geht man damit um und wie kann man, ich bin, glaube ich, auch eher so ein diplomatischer Typ. Das heißt, ich komme aus so einem Kontext dann immer, versuche da immer mit einer Lösung irgendwie rauszukommen und suche da selten irgendwie noch mehr Konfrontation, weil das entspricht jetzt meiner Natur nicht, ne? Und genau, aber ich glaube, all diese Sachen, zwischen Welten zu sein, haben mir auf jeden Fall geholfen und später dann in London sowieso und Shanghai dann auch, ja. Mhm. Genau, da wollte ich jetzt direkt drauf, super, das ist ja ein mega Übergang, hör mal, als ob du es gerochen hast. Genau, du warst ja auch international ja schon unterwegs, ne? Also London, Shanghai, hast du gerade schon gesagt, Berlin, jetzt Amsterdam. Inwiefern hat dich denn auch der Ortswechsel geprägt? Oder gab es auch immer mal Dinge, an die du dich erst gewöhnen musstest? Also du hast ja jetzt einige Passagen deiner Jugend auch so gesagt, aber was war denn zum Beispiel das, woran du dich in Shanghai zum Beispiel extrem gewöhnen musstest?
Ui. Kannst ja vorher auch nicht, ne? Nee, das, also da könnte man jetzt wahrscheinlich alleine einen Podcast drüber machen. Ich meine, Shanghai ist natürlich auch nicht China, sondern schon eine besondere Situation, wie das halt so ist mit großen Hauptstädten, aber das ist ja ein Land mit 1,3 Milliarden Menschen und aber Shanghai an sich ist schon eine spezielle Welt. Also klar, am Anfang erschlägt einen natürlich die Anzahl der Menschen, die einfach da sind, ne? Und es ist einfach sehr, sehr voll. Es wuselt immer. Ich weiß noch, als ich aus Shanghai mal zurückkam für Weihnachten oder so, ich habe immer das Gefühl gehabt, als gäbe es einen Nuklearangriff und ich hätte irgendwie die Sirene nicht gehört, weil wo sind denn die Menschen bitte? Ja, also das war das Erste, ne? Also so ein bisschen klaustrophobisch darf man halt nicht sein, ne? Das sind 23 Millionen Leute und das ist alles sehr eng. Nein, aber also von den Plattitüden mal abgesehen, ne? Ich sag mal, die Geschwindigkeit, mit der China am Start ist, hat mich natürlich sehr beeindruckt. Also wir reden ja viel von exponentieller Veränderung im Bereich der Digitalisierung, dass alles so viel schneller geht. Und ich habe immer gesagt, als ich in London irgendwie gelebt habe, jedes Jahr in London hat sich angefühlt, wie als hätte ich 2 Jahre dafür gebraucht in Deutschland, um das alles zu erleben. Und als ich nach Shanghai gegangen bin, hatte ich das Gefühl, jedes Jahr in Shanghai war so 2 Jahre in London brauche ich, um das irgendwie zu erleben. Also da kann man sehen, dieses Akzelerieren. Und China ist für mich schon auch so der Inbegriff von unternehmerischem Denken. Also es gibt natürlich eine ganze Komponente, weil wir gerade über Werte gesprochen haben, mit denen man jetzt nicht unbedingt konform gehen muss. Natürlich ist es immer noch ein totalitärer Staat und Menschenrechte sind da nicht, wo sie sein sollten und genießen nicht den Status, den sie genießen sollten. Das ist absolut klar. Aber wenn man das auf einer rein pragmatischen Ebene jetzt im Business sieht, ist es schon bemerkenswert zu sehen. Also ich meine, alleine die Geschichte von Shanghai, ne, also von einem Reisfeld und dann 30 Jahre später weiß jeder, was da steht und auch wie die Wirtschaft sich irgendwie weiterentwickelt hat, ne? Und genau, also Geschwindigkeit, Größe, all diese Sachen, aber halt auch vielleicht vielleicht auch dieses Selbstbewusstsein der Chinesen, nicht, also anders zu sein als jetzt die Welt. Ja, also wir sind ja sehr, ich will nicht sagen gleich synchronisiert, aber ne, ich sag mal, amerikanische Kultur oder Art und Weise, Dinge zu tun, hat einen sehr großen Einfluss, wie wir hier operieren und so weiter. Und dann gehst du halt nach China und merkst so, oh, okay, die haben eine ganz andere Philosophie und gehen Sachen anders an, auch von den Strategien her, von der Art und Weise, wie sie Beziehungen aufbauen und wie sie vertrauen und so weiter. Also das sind so Sachen, die sind mir schon ins Auge gesprungen und da braucht man auch ein bisschen Zeit, bis man damit klarkommt. Ne? Ja. Und sag mal, was sind denn so, sag mal, gibt's für dich eine Kultur, die dir am liebsten ist oder bist du offen für alle Kulturen? So, oder gibt's, weil du hast ja auch gerade gesagt, so ein bisschen das Rheinland, ne? Du bist auch schon so ein bisschen so Rheinländer, ne? Also das liebst du auch. Absolut. Weiß nicht, oder bist du einfach Multikulti? Ja, ich würde schon sagen, eher Multikulti. Es ist natürlich erstmal total biased, ne, weil man eigentlich tendiert, immer das zu mögen, was man eh kennt und so. Mhm. Und ich kenne halt eben nur diese viele verschiedenen Dinge. Und ich suche mir natürlich ganz einfach bei allen Sachen die besten Sachen raus. Ja, also ja, ich sag mal so, ich bin schon auch, das war ja auch so ein bisschen Coming Out für mich, ne, als ich dann plötzlich im Ausland war, weil also die Geschichte ist eigentlich so, ich habe unterschwellig mich, glaube ich, nicht immer hundertprozentig wohlgefühlt in Deutschland so. Also weil man halt aufgrund seines Aussehens, seiner Hautfarbe und so weiter vielleicht einmal anders behandelt wird, aber man als Kind das nicht so zusammenkriegt. Also man merkt nur, es ist irgendwie ein bisschen anders, wie Leute mit mir umgehen und so weiter. Und ich glaube, dass man dann unterschwellig flüchtet, ne? Also zum einen in den Sport, aber zum anderen eben auch vielleicht, dass man einfach sagt, ach guck mal, wenn ich in London bin, glotzt mich irgendwie keiner an. So. Und dann irgendwann merkt man so, es ist ein viel unbeschwertes Leben, wenn man nicht nur in der Großstadt ist, sondern international auch arbeitet. Und dann habe ich mich natürlich immer mehr gesehnt danach und deswegen diese ganzen Praktika überall auf der Welt. Ja. Nur was halt ich nicht erwartet hätte, ist, dass nachdem ich halt irgendwie 3-4 Jahre in London war, ich sozusagen mein Coming-out hatte und plötzlich gemerkt habe, ach guck mal, da ist in mir etwas, was dann doch irgendwie sehr, sehr deutsch ist. Und am Ende des Tages kann ich zwar davor wegrennen, aber so richtig wegmachen kann ich es nicht, denn ich bin hier groß geworden, ich bin hier zur Schule gegangen und ich habe halt die ganzen Marotten, die ganzen Eigenheiten und die ganzen Sachen, die man halt hat, wenn man im Rheinland groß wird und so weiter. Und ich bin ein offener Mensch. Ich brauche so eine gewisse Kommunikation, um mit Menschen auch warm zu werden. Und am Ende ist es halt so. Dann sehnst du dich wieder zurück nach, ne?
nach allem Möglichen, auch nach der Doppelverglasung und dem Brot und den Sachen, die in Deutschland halt einfach, ne, einer gewissen Dichtungsfuge im Bad, das ist halt, funktioniert halt, ne? Auch der Wasserdruck ist in Deutschland deutlich besser als in London. Auch wenn da Power Shower draufsteht, da ist auf keinen Fall Power Shower drin. Und dann gehst du halt immer weiter und wie gesagt, von den Asiaten oder von China habe ich mir sehr viel abgeguckt, auch gerade in Bezug auf Beziehungen und Managen im Business. Also ja, ich würde sagen, es ist ein Potpourri und ich empfinde es als Privileg, sozusagen mir alles Mögliche rauszusuchen. Ja. Toll. Ja, also weißt du, was ich immer sage? Ich bin ja auch gebürtige Niederländerin, ne? Und da sage ich immer, ich bin 200% Europäerin, weißt du? Mhm. So, da muss ich immer nichts sagen, dann bin ich immer doppelt. Weißt du, das ist immer, das kommt gut an. Weil ich meine, wir leben halt eben ja auch in Europa und die Welt ist unser Zuhause. Ne? Die kam, war auch im Podcast, kam Köhler, und sie ist Analogastronautin und sie hat gesagt, wir sind alle Astronauten auf unserem Raumschiff Erde. Absolut. Also von sehr daher, ne, wir düsen ja alle durchs All. Ist ja so, was wir machen. Ne? Und das ist schon, da kriegt man nochmal ein anderes Gefühl dafür, dass wir auch da, wo wir leben, wirklich darauf achten müssen, dass der Ort auch erhalten bleibt. Ne? Und ja, aber jetzt mal zurück zu dir. Es gibt einen Fun Fact, den hast du mir erzählt, den finde ich extrem witzig. Und unsere YouTube-Zuschauerinnen und Zuschauer können das jetzt sehen, was ich meine, wenn du mal was in die Kamera hältst. Ach so, ja. Kann man das jetzt nicht, ne? Bist dran gesteckt? Ja, ne, genau. Zum Beispiel. So, was zeigst du uns denn da? Im Grunde genommen, das ist einfach jetzt ein Adapter, aber ich hätte jetzt auch alle möglichen anderen Sachen hier in die Kamera halten können. Die sind nämlich alle mit beschriftet. Und das mit ist so eine, deinem Namen. Genau, mit meinem Namen. Und das ist so eine Marotte. Selbst das Gerät, mit dem ich diese Sachen beschrifte, ist auch beschriftet, ja. Nein, es ist einfach so ein Insight, ja, als vielleicht kommt ja der ehemalige Stratege auch in mir durch. Ja. Wenn man Sachen beschriftet, werden sie im Büro weniger geklaut. Ja, das ist richtig so. Woran liegt das, meinst du? Weil dann klar ist. Weil sie wissen, mit wem sie sich anlegen. Werden. Ja, ich glaube, das liegt weniger an mir, aber das ist halt dann ein bisschen unangenehm, wenn man dann mit so einem Adapter durch die Gegend läuft, wo der Name von jemand anderem rumsteht. Aber so ist das. Genau. Ja. Ja, sehr gut. Ja. Da macht die Not erfinderisch. Es sei dir auch gegönnt, weißt du, jeder hat seine Marotten. Aber das fand ich extremst charmant, weil du hast mir dann ja auch nach unserem Vorgespräch per WhatsApp ein paar Bilder geschickt. Die waren sehr lustig. Ja, ich treib's halt auch wirklich auf die Spitze. Ne? Wenn ich was mache, ja, dann auch richtig. Und es ist wirklich alles etikettiert. Alles etikettiert. Ja. Hör mal, welche Rolle spielt denn Mut zur Persönlichkeit für deinen Job oder auch für deinen Alltag? Was hat das mit Mut zur Persönlichkeit zu tun? Ich glaube, gerade je mehr Verantwortung man nicht nur für sich selbst hat, sondern für andere, kommt man immer mehr in, keine Ahnung, wie man das nennt, Dilemmasituationen, aporitische Situationen, Situationen, bei denen man im Grunde genommen fast nicht gewinnen kann, weil man immer irgendjemanden enttäuscht. Und Entscheidungen zu treffen ist ja am Ende der Job, den wir haben. Und ich glaube, Mut zu Persönlichkeit ist so ein bisschen die Ambition, sich selbst treu zu bleiben und in diesem Entscheidungsprozess eben nicht den bequemen Weg zu gehen, sondern den Mut haben, das zu sein, was man eigentlich sein will. Mhm. Und dass sich das dann auch konsequent in allem widerspiegelt, nämlich auch in der Art der Entscheidung, die man trifft. Und deswegen ist Mut zur Persönlichkeit, glaube ich, etwas sehr, sehr Wichtiges und sehr, sehr Großes. Und es wird, glaube ich, je älter man wird, nur noch größer. Ja. Mhm. Ja, und mutig bist du ja auch, denn jetzt, das hörst du vielleicht jetzt nicht so gerne, weil du magst ja nicht so gerne Eigenlob, aber ich darf das ja jetzt machen, weil du es ja nicht selber sagst. Also du bist ja offiziell ein Braveheart 2021 und das ist eine Auszeichnung von The Best Agency 2021 und die haben auch eine Begründung dafür, warum du den Preis bekommen hast, nämlich kaum jemand hat sich in den letzten Jahren so entschlossen für mehr Diversity, Equity und Inclusion in der Branche stark gemacht wie er, Simon Usifo. Er zählt zu den stärksten Persönlichkeiten der Agenturszene. Und in der Kategorie Braveheart wird er nun von der Kundenjury für seinen Mut und sein Engagement ausgezeichnet. So Simon, das geht ja jetzt runter wie Öl, ne? Wie kam es denn zu dieser Ehre? Da gibt es doch eine Geschichte. Ja, es ist immer ein bisschen unangenehm, finde ich, über solche Sachen zu reden. Aber da sagt jemand, dass du mutig bist. Und dann auch nicht nur einer alleine, sondern es ist ja wirklich, also das ist ja toll, ist das. Ja, also als erstes gilt es natürlich,
Matthias Meusel zu danken, CMO einer führenden Bank, die der mich natürlich nominiert hat, weil man muss nominiert werden. Das Besondere an The Best Agency Award ist ja, dass es ja, dass es von Kunden sozusagen, also die Kunden sind in der Jury, das ist jetzt noch nicht mal so wie oft in der Branche, dass man sich gegenseitig zu irgendwas wählt, sondern es ist tatsächlich die Kunden. Und ja, ich habe mich halt in den letzten Jahren verstärkt engagiert für Diversity, Equity und Inclusion. Und das wurde damit honoriert. Bei mir war das halt so, ich habe ehrlich gesagt lange Zeit nicht so viel gemacht, weil es natürlich so ist, gerade wenn man auch zu einer der vielen Gruppen, und das ist ja auch das Wichtige bei Diversity, Equity und Inclusion, weil man immer dazu tendiert, sich verstärkt auf die Gruppe zu konzentrieren, der man selbst angehört. Ja? Mhm. Aber das ist ja gerade bei dem Thema wichtig, dass es eben nicht nur Gender, nicht nur POCs, sondern auch wirklich ja, Menschen mit Behinderung oder anderer sexueller Orientierung, was auch immer. Das ist immer so, man will ja nicht so in der Opferhaltung verharren. Ne? Und ich habe früher eigentlich mich davon sehr distanziert. Und ich muss sagen, George Floyd war so ein Event und auch vielleicht irgendwie die Situation in meinem Leben, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht ist es ein bisschen selfish, wenn ich jetzt mich komplett da raushalte, weil nur weil ich jetzt meinen Weg gegangen bin, trotz der Widrigkeiten, muss man vielleicht für andere Menschen irgendwie auch den Weg weiter ebnen. Und ich habe irgendwie eine gewisse Stimme, ich habe ein bisschen Einfluss und vielleicht muss man doch was tun. Vor allen Dingen, weil dann auch die Bereitschaft in der Gesellschaft da war. Ne? Weil davor, muss man ja ganz ehrlich sagen, hat es ja eigentlich keinen interessiert. So, das ist natürlich eine sehr traurige Geschichte, aber umso besser. Jetzt hat man Gehör. So, und da habe ich dann angefangen, ein bisschen auch mich zu informieren, was man machen kann. Ich bin mittlerweile ja auch bei German Dream, dieser Organisation von Düsen Tekal, ne? Eine Bildungsinitiative, wo wir in Schulen gehen und mit jungen Menschen diskutieren. Da geht es wirklich um demokratische Grundwerte. Was brauchen wir als Gesellschaft, um zusammen besser klarzukommen? Und das ist eine sehr, wie ich finde, smarte Art des Engagements, weil es eben den Nährboden auch von Rassismus, aber auch von vielen anderen Problemen angeht, ohne jetzt mit der Moralkeule und mit dem erhobenen Zeigefinger direkt an diese Problemzone zu gehen, sondern viel früher anzufangen und zu sagen, okay, lasst uns in den Dialog gehen und welche Werte sind uns wichtig und so weiter. Und da habe ich viel Spaß dran. Das gehört zu dem Engagement dazu und wir machen alles Mögliche. Ne? Also zum Beispiel jetzt auch in der Corona-Zeit, dass wir multilinguale Impfkampagnen haben, wo ich dann zum Beispiel auf Französisch auch in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Gesundheit halt aufgeklärt habe, ne, damit halt auch Menschen, die eben der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, das verstehen. Und das haben halt andere Wertebotschafter, so nennt man die Leute bei German Dream, die sich einsetzen, also Menschen aus allen Bereichen, ne, Wirtschaft, Politik, Sport, Kultur, haben das halt auch auf deren Sprache gemacht. Ne? Mhm. Genau. Und darüber hinaus, klar, versuche ich natürlich auch im Alltag in unserem Unternehmen eben diese Werte zu leben und so ist das irgendwie gekommen und freut mich natürlich, aber wie ich auch gesagt habe damals, als der Preis überreicht wurde, ist es natürlich immer ein stellvertretender Preis, ne, weil unheimlich viele Menschen einsetzen und es einfach, jetzt hat es mich mal getroffen, aber geht natürlich an alle, die da was tun, weil es wichtig ist und vielleicht als letztes, es ist ja immer wie so eine Art Nebenfach, ne, Diversity, Equity und Inclusion und meine wichtige Message ist halt, ist es eigentlich Hauptfach und ist es vor allen Dingen, muss es verankert sein in den Strategien und in den Unternehmenskulturen, ganz in der Mitte, ganz zentral und dann wird es sich auch auf alles auswirken, auf die Menschen, aber auch aufs Business, ne? Und das ist eigentlich ein großes Anliegen. Ja. Ja, toll, ein sehr schönes Anliegen, ja. Du sag mal, welchen Fußabdruck möchtest du denn in der Werbewelt hinterlassen? Wow. Also die Frage ist ja, ne, hat man überhaupt einen Fußabdruck, ne? Oder vielleicht so ein kleines, einen kleinen Zeh. Aber ich würde auf jeden Fall, also wenn ich da zumindest einen kleinen Zeh hinterlassen dürfte, ich würde mir wünschen, dass dieses Intuitive, wenn man über Werbung spricht, und da sind wir selbst auch ein bisschen immer gut in der Selbstkasteiung, ne? Mhm. Ich glaube, keiner kann in der Werbung arbeiten, ohne direkt hinterherzuwerfen, ja, ich habe ja auch einen total unwichtigen Job und ne, wir sind ja weder systemrelevant noch irgendwie relevant und sich immer so klein zu machen. Ne? Und ich würde mir wünschen, dass nicht nur ich, sondern wir alle in dieser Generation, wo wir alle wissen, wie wichtig Werte sind für die Gesellschaft und dass Wertschöpfung halt eben nicht nur Shareholder Value bedeutet, sondern eben auch Werte zwischen den Menschen, ja, dass man auch in der Werbung einen Unterschied machen kann und dass es nicht nur darum geht, was wir produzieren, sondern wie und wie es eben Menschen beeinflusst und wie wir führen, wie wir Menschen behandeln, ne? Und
Ich finde, dass ja, Werbung bewirbt Produkte, dadurch werden natürlich auch Arbeitsplätze erhalten, dadurch funktioniert unser System, in dem wir leben, aber während das passiert, gibt es halt so viele Situationen, in denen man eben auch als Mensch agieren muss und verantwortlich sein muss. Und da geht es um, ja, um den Umgang, da geht es um aber auch Menschen zu helfen, sich weiterzuentwickeln und so weiter und so fort. Da geht es um Empathie und all diese Sachen, ne? Und ich würde mir wünschen, dass wir, ja, dass diese Branche eben vielleicht ja ein bisschen diesen Ruf verliert, dass es eine oberflächliche Branche ist, nur weil wir natürlich viel mit Oberflächlichem zu tun haben. Aber das ist für mich nicht unbedingt zwingend notwendig, dass man sich da so reduziert, ne? Du bist definitiv ja kein oberflächlicher Protagonist in dieser Branche. Also von daher kann man sich auch an dir ein Beispiel nehmen. Du hast mal gesagt, übrigens, an Soft Skills ist nichts Softes dran. Das hast du mal im Halbe Kartoffel-Podcast, hast du das mal gesagt. Ja. Ne? Und du hast auch gesagt, du kannst High Performance sein und trotzdem ein guter Mensch. Steht das denn nicht im starken Kontrast zur alten Schule dieser Unternehmens- und Agenturwelt? Hast du da selber mal Erfahrungen gemacht? Ja, schon. Also, weil es auch einem von vornherein so eingetrichtert wird, ne? Und ich erinnere mich auch ganz am Anfang meiner Karriere, als ich im Bereich Digital Media Einkauf, also Media-Einkauf tätig war, wo ich also, wir hatten IBM als Kunden und mussten bei großen Publikationen, also The Times und The Guardian, anrufen und natürlich da für IBM buchen und mussten natürlich in die Verhandlung gehen. Und ich weiß noch, dass in einer meiner 360s kam dann raus, ja, Simon, also wir haben jetzt auch nochmal ein bisschen gehört, wie du telefonierst und du bist einfach viel zu soft und viel zu weich und viel zu freundlich und so geht das nicht. Wir schicken dich jetzt zu so einem Training, um auch deine Stimme nochmal ein bisschen robuster zu machen und damit du hier mal ein bisschen härter reinkriegst, weil so kriegst du ja nichts verkauft, ne? So nach dem Motto. Ne? Dass man natürlich aber nicht nur in diesem Telefongespräch, sondern dass man auch generell eine Beziehung zu diesen Menschen aufbaut und die auch mal außerhalb trifft und dass da vielleicht eine und dass jeder vielleicht auch seine eigene Fasson hat, wie er Sachen macht, ja. Natürlich muss man, habe ich auch gelernt, ne? Und ich rede jetzt mit Sicherheit anders, als ich das mit irgendwie 27 gemacht habe. Aber ja, von vornherein wird dir suggeriert, härter ist besser und so weiter und so fort. Und das Problem bei mir war immer, ich habe natürlich als, sag ich mal, fleißiger kleiner Streber, der ich war, versucht, mich dann diesem Feedback immer anzupassen. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich wurde schlechter. Mhm. Also ich habe dann irgendwie das Feedback 100% angenommen, aber ich habe mich A, nicht wohlgefühlt und irgendwie fluppt es nicht. Und weißt du, wenn dann irgendwie dein Kunde, der mit dir arbeitet, super zufrieden ist, aber irgendein Supervisor meint, ne, weil ich nicht genau so bin wie er, es wäre nicht perfekt. Und dann habe ich mich dann irgendwann auch von gelöst, weil mir auch Leute gesagt haben, so Sam, ja, okay, dann bist du halt so. Und ne, es ist ja auch das Ding, wenn wir gerade über Diversity gesprochen haben, ne, wir sind in unserem Board zum Beispiel, wir sind auch 5 Leute und wir könnten unterschiedlicher nicht sein. Und du brauchst wirklich jeden, immer wieder in unterschiedlichen Situationen. Und wir wissen ganz genau, wann wir wen schicken. Ja, ja. Und manchmal brauchst du den Kofi Annan und manchmal brauchst du auch jemanden, der vielleicht ein bisschen mehr Terminator-Faktor in sich hat. Und aber wie ist dein Spitzname in der Kombination? Ja, ich habe das jetzt so genannt, weil wir das oft, weil ich oft dann so genannt werde und man sagt, ja komm, du musst das hier mal Kofi Annan. Super. Ja, so, also am Ende klar, es gibt Handwerkzeug, das muss man natürlich, ne, Rhetorik, Präsentation, da gibt es Kurse. Es schadet sich nicht, damit auseinanderzusetzen. Am Ende muss man bei sich selbst bleiben und gerade je älter man wird und da wieder Mut zur Persönlichkeit, Mut, ja. Ja, sich treu zu bleiben und dann wird auch die Performance, weil am Ende geht es um Authentizität, geht es um, ne, Realness und ich sag mal, was du gerade sagtest, ja, in der Vergangenheit war das so, dieses Arsenal an Tools, ne, wenn du das halt einsetzt, dann wirst du erfolgreich. Ja, und das ist ja genau diese Veränderung, von der wir sprechen. Diese Sachen gelten, glaube ich, zum großen Teil einfach überhaupt nicht mehr und ich finde es eigentlich ganz schön, dass diese Werte, die so ein bisschen verspottet wurden oder vielleicht als, ne, Female abgelegt wurden, jetzt sozusagen wiederkommen als Leadership, sage ich mal, ideal und genau. Und das kommt mir sehr zugute, weil das war halt immer eher so mein Ding als jetzt mit der Brechstange. Das konnte ich eigentlich nie so gut. Ja, ja. Ja, interessant, dass du gesagt hast, als du dich so ein bisschen verbogen hast, wurdest du einfach schlechter. Also, ne, das ist interessant. Wichtiger Satz, sollte man sich auf jeden Fall merken, merke ich mir auch. So, ich möchte noch mal einmal zu dem Punkt Empathie, weil das ist ja auch einer deiner 3 Hashtags, kommen. Ja. Durch Empathie gewinnst du ja auch Menschen für dich.
Hast du gerade in schwierigen Situationen, du hast ja sicher auch mal schwierigere Situationen, schwierige Projekte erlebt, wo es auch mal kritischer wurde. Was hat dann doch dazu geführt, dass man eine angenehme Atmosphäre, eine gute Kundenbeziehung hat? Also worauf fußt das? Ja. Nochmal der Punkt menschliche Beziehung. Ja, am Ende sind es ganz banale Geschichten. Ne? Ich glaube, unser Alltag, unser Leben ist so komplex, dass wir natürlich, wir funktionieren ja selbst ein wenig wie Algorithmen und sind sehr automatisiert. Ne? Und ich glaube, je älter man wird, man hat so viele Sachen im Petto oder die automatisiert ablaufen. Ne? So ein bisschen wie beim Autofahren. Also wenn man jetzt nicht Automatik hat, zum Beispiel, dass man schaltet, das macht man ja alles im Unterbewusstsein. Und ich glaube, dass wenn wir in der menschlichen Interaktion operieren, das auch so ist. Da ist so ein Autopilot. Und wir verlieren dann schnell das Gefühl in diesem Autopilot, weil wir uns immer auf das fokussieren, was für uns gerade sehr, sehr wichtig ist, wie sozusagen die Außenwirkung für die anderen sind. Ne? Und ich glaube, für mich Empathie heißt auch immer wieder auf den Tacho zu gucken, so, naja, wie, ne, was strahle ich jetzt aus, wie dekodiert der andere, weil wir haben alle unterschiedliche Prioritäten und Blickwinkel und so weiter. Und ich glaube, im Alltag, es hilft halt einfach, dann auch die Schärfe rauszunehmen, weil ganz ehrlich, wenn man sich mal Konflikte anguckt oder auch nicht nur Konflikte, sondern Verhandlungen oder Negotiations. Es ist ja oft gar nicht so ein riesen, ich will nicht sagen Streitwert, das, aber so, worum es eigentlich geht. Ne? Mhm. Es ist wirklich auch oft Psychologie und es geht viel um Ego und es geht viel um, ne, wer hat es jetzt zuerst gesagt, wer hat zuerst nachgegeben und da. Und das ist ja tatsächlich so. Es ist ja auch so, dass die fachlichen Auseinandersetzungen, die inhaltlichen Differenzen oder Probleme eigentlich immer relativ gering sind oder es gibt immer einen Experten, der sie lösen kann. Aber ob es jetzt um einen Merger geht zwischen zwei Firmen oder Abteilungen oder wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen innerhalb einer Unternehmen, am Ende sind es doch oft die psychologischen und die emotionalen Geschichten, die dazu führen, ob es zum Eklat kommt oder nicht. Und ich finde halt da, dass diese Empathie einfach mal kurz Spielstopp zu machen, aus seinem Cockpit raus, von außen mal auf die Situation zu gucken, so, was könnten jetzt andere Blickwinkel sein und dann wieder einzusteigen, zu sagen, hey, vielleicht ist mir dieser eine Punkt doch gar nicht so wichtig. Vielleicht bricht mir da kein Zacken aus der Krone, wenn ich hier ein bisschen nachgebe und dann plötzlich was auslöse bei dem anderen oder auch, was ich zum Beispiel sehr, sehr stark finde, es gibt so ungeschriebene Gesetze, wie man sich im Business verhält, wenn der eine so geht oder so geht, man oft mit Procurement, also mit Einkaufsabteilungen arbeitet oder, ne, oder wie auch immer, wenn es einen Eskalationscall gibt, dann gibt es immer diese ungeschriebenen Sätze so, dann musst du auf jeden Fall den protegieren oder dann musst du dich für den einsetzen oder, ne, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber das ist jetzt so, das macht, ne, Koalitionen bilden sich. Und ich bin schon so jemand, der jetzt nicht immer, aber manchmal auch mit so einem überraschenden Move kommt oder einfach mal krass Fehler eingesteht, ja, in einer Situation, wo Leute vielleicht damit rechnen, dass man sich irgendwie krass verteidigt. Und, und dann merkst du aber plötzlich, du hast den ganzen Leuten das Kanonenfutter genommen. Also es ist so, das ganze System funktioniert nicht mehr und plötzlich hast du die Kontrolle über die Situation, weil du ja emotional plötzlich wieder in der Führung bist. Und das macht mir schon auch ein bisschen Spaß, weil es kostet halt nicht so viel. Es gibt allen auch ein gutes Gefühl und es ist auch, ja, für alle angenehmer, weil es einfach das Ganze menschlicher macht, ne? Und wieder weg aus diesem Roboter sein und aus diesem, so haben wir uns zu verhalten. Ne? Ja, vor allem, es geht ja auch viel mehr darum, auch zu kooperieren. Also ob das jetzt auch Wettbewerber sind oder ob das auch Kunden sind, die als Partner auf Augenhöhe miteinander arbeiten, gerade wenn es vielleicht auch um wirklich wichtige strategische Projekte geht, wo man wirklich auch Monate, Jahre lang miteinander arbeitet oder so. Ja? Und man kann das ja auch schon mal üben bei sich tatsächlich einfach persönlich, privat, wo du das nämlich gerade sagtest, man kann sich auch mal total krassen Fehler eingestehen, ne? Was man da erfährt. Das ist mir tatsächlich gestern passiert, als ich mit dem E-Roller nach Hause gefahren bin. Da bin ich etwas zu schnell, als ich losfahren wollte. Und es war ein Mann mit seinem Hund auf dem Bürgersteig. Das war nicht gefährlich oder so, aber es war halt unerwartet und zu schnell, dass ich an ihm vorbeigesaust bin. Und der Hund hat sich erschrocken. Und dann hat er geflucht, also richtig böse war er eigentlich. Ich bin stehen geblieben, habe gesagt, es tut mir leid, Sie haben komplett recht, ich bin viel zu früh losgefahren, es tut mir leid. Oh, da hättest du das Gesicht mal sehen sollen. Das war also erst hasserfüllt und auf einmal hat er sich so gefreut. Ja, ja, kein Problem. Und dann war er ganz weich und ganz freundlich. Also was einfach passieren kann, wenn man, also ich hätte ja auch sagen können, du
ne, ich fahre ja. Und Vollgas, weg, ne? Was man auch sehr häufig im Straßenverkehr erlebt. Aber das hat mir gezeigt, das ist ja, also ich lerne vieles auch privat im Alltag, was ich dann beruflich dann auch versuche oder wo ich dann denke, da komme ich irgendwie weiter. Aber das ist eine Situation wie diese, wie du sie auch beschreibst. Mhm. Es kommt eine menschliche Wärme rüber. Und das ist für mich auch Mut zur Persönlichkeit, dass man eben auch weiß, was man gut gemacht hat, aber auch, was man vielleicht falsch gemacht hat und dann sich nicht künstlich aufbäumt, sondern einfach sagt, du hast recht, was machen wir jetzt? Ja. Ja, tut mir leid, soll ich nochmal zurückfahren und nochmal Neugas geben oder darf ich weiterfahren? So, das, ne? Also, weißt du, das ist, ja, aber es ist eine coole Erfahrung, da wollte ich gerade mal teilen, weil das hat gerade so gepasst irgendwie. Man muss ja auch erstmal persönlich anfangen zu spielen und eine Freude entwickeln. Und dann kann man es halt beruflich auch einfach gut anwenden. Ist ja wie mit Social Media. Das, also wenn man es privat nicht nutzt, wie will man da Corporate Influencer werden? Ja. Ne? Also das ist halt... Wobei ich dazu sagen muss, bei mir funktioniert das eigentlich umgekehrt immer besser. Also ja, jetzt, ja, also dahingegen, dass meine Mutter wahrscheinlich wieder so einen Podcast hört und sagt, ja, so ein bisschen mehr Empathie könntest du auch zu Hause mal an den Tag legen. Ne? Also ich meine, die redet natürlich nicht mit so einem rheinischen Akzent. Nein, aber, ja, nee, klar. Also ich also das ist auch Typsache. Ne? Ich bin halt so jemand... Ich glaube, je intimer, je privater es wird, ne, desto emotionaler wird es auch. Und dann ist es vielleicht auch nochmal was anderes. Ich weiß nicht, kennt ja vielleicht jeder, ne? Ist es so mit den Leuten, die am nächsten sind, ist es vielleicht manchmal am schwierigsten, gewisse Dinge umzusetzen, die man vielleicht im Alltag mit wildfremden Menschen wunderbar beherrscht. Ne? Aber klar, nee, natürlich funktioniert das auf allen Ebenen, ja. Mal so kleine Übung machen für sich selbst. Ja, du hast vorhin auch schon darüber gesprochen, wir leben in einer Welt auch der exponentiellen Veränderung. Du hast dann ja auch natürlich über deine Erfahrungen in Shanghai auch berichtet, aber das birgt ja auch sehr viele Unsicherheiten bei uns Menschen. Wie gehst du denn mit eigenen Unsicherheiten um? Weil du bist ja auch nur ein Mensch. Und vor allem, was stärkt dich in diesen Situationen? Ja, Unsicherheiten, ne, begleiten mich ja mein ganzes Leben, ne. Also, wie gesagt, am Anfang gerade Identitätskrise, wer ist man, ne? Man ist ein halb weiß, halb schwarz, was ist man jetzt und so. Und ich glaube, dass für mich waren bei Unsicherheit waren Menschen immer wichtig. Also, Mentoren und Freunde irgendwie, weil du brauchst jemanden, der dich ein bisschen spiegelt. Und bei dem du auch weißt, der sagt dir auch ins Gesicht, wenn du es mal. Also, das ist ja das Wertvollste, was man haben kann, ne. Ehrliches Feedback. Und nicht irgendwelche Ja-Sager. Und das ist ja natürlich leider so, je älter man wird und auch je nachdem, was für eine Position man hat, bekommt man ja nicht so wirklich die Wahrheit eingeschenkt, weil Menschen denken. Aber das ist ja für mich das große Kompliment, ne? Wenn ich so ein gutes Verhältnis zu Menschen aufbaue, auch jetzt in der Firma und die mir ins knallhart ins Gesicht sagen, so Sam, aber so, ne? Und auch wissen, dass das natürlich, dass ich das auch so will, ne? Aber ja, ich glaube, Unsicherheit, ich wüsste nicht, was mich mehr stützen kann als Interaktion mit einer anderen Person, die einem objektiv Feedback gibt und entweder halt bestärkt, dass da was passieren muss, oder halt sagt, nee, mach dir keinen Kopf, es ist alles gut und so. Ne? Und dieser Kompass, das ist, glaube ich, ein Netz an ganz wenigen Kontakten persönlicher, sozialer Natur, die einen da, und das wiederum, ne, funktioniert so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie so ein Akku, den man auflädt und dann kannst du den mitnehmen, ja, also das muss man halt bei den Freunden so aufladen, und wenn man dann alleine ist, dann hat man halt irgendwie so ein Batteriepack dabei und dann kann man auch mal ohne auskommen, aber ich finde, ich brauche immer wieder diese Momente, wo ich mich mit gewissen Menschen treffe, ganz wenigen, die mir sehr, sehr wichtig sind, und die sind natürlich oft verbunden mit vielleicht einer etwas längeren Zeitspanne auch aus der Heimat heraus, ne, Leuten, mit denen man, ich habe Freunde, mit denen habe ich Abi gemacht und so weiter, ist halt auch alles schon länger her, oder meine ganzen hier Praktikanten, Chefs von damals, mit denen meine Mentoren, mit denen bin ich mit vielen von denen immer noch in Kontakt, und die nehmen mir dann auch schon meine Unsicherheiten, ne, weil die auch sagen, ja, die kennen einen auch nochmal ganz anders. Und auch in einer anderen Zeitspanne, ne? Genau, in einer anderen Zeitspanne. Man sich ja selber auch vergisst, wie man früher mal war oder so, ne? Ja, ja. Genau, und die merken auch, wenn du nicht mehr du selbst bist, ein bisschen, ne? Weil man sich ein bisschen verliert. Und dann hast du das wirklich mal gehört? Simon, du bist nicht mehr du selbst? Hast du das mal gehört so? Ja, das hört sich jetzt natürlich sehr dramatisch an. Ich würde nicht sagen, dass ich als Person mich komplett verleugnet habe, aber ich habe vielleicht mal eine Tonart oder etwas gesagt, wo mir jemand gesagt hat, Simon, come on, that's not you. Und du denkst so, ja, stimmt. Also man ist ja als Mensch auch neigt dazu, Sachen von außen natürlich schnell aufzunehmen, ne?
Redewendung, das merkt man ja, wenn man gewisse irgendwie Circles wechselt, weil man jetzt durch Zufall 3 Wochen mit gewissen Leuten zusammenhängt, dann übernimmt man ja auch Sachen von diesen Menschen. Und da muss man halt immer ganz gut filtern, so was ist jetzt eine Bereicherung und intellektuell stimulierend und was ist einfach nur nicht gut. Ja. Und ja, wenn wir wieder zurückgehen auf die oberflächliche Welt der Werbung, klar, da muss man manchmal aufpassen, dass man nicht zu sehr etwas, was man im Beruf, was vielleicht in dem Kontext Sinn gemacht hat, auf das Persönliche dann überträgt, ne, und alles verprofessionalisiert. Und da werde ich dann schon schnell auf den Boden wieder der Tatsachen geholt, wenn ich dann mit Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, ja, nämlich Mediziner oder auch Pfleger oder so, dann wird einem schon gesagt, ja, Sam, bleib mal bei dir. Ja, was bringt dich denn so richtig auf die Palme? Bringt dich überhaupt irgendwas aus der Ruhe? Vermittle ich das Gefühl, dass mich nichts auspasst. Nee, du wirkst wie ein Fels in der Brandung. Aber es gibt's doch nicht. Selbst der Fels wird mal ausgehöhlt. Also sag mal. Ja, tatsächlich bin ich jetzt nicht so ein Typ, der dazu neigt, wirklich auszurasten ständig. Nein, ich sag mal so, ne, mich persönlich zu enttäuschen, also wie gesagt, ich kann sehr gut mit Ehrlichkeit umgehen, auch wenn es dann nicht angenehm ist, ja. Aber wenn man mich hintergeht oder wenn man mir etwas vorgaukelt oder so, da bin ich schon sehr sensibel, aber so richtig ausrasten, klar, im Alltag, ne, wir sind alle irgendwie Profis, wir sind Perfektionisten, ne, wenn, ich sage immer, es gibt halt Sachen, die kann man kontrollieren und Sachen, die kann man nicht kontrollieren, ne, und dann müssen, die Sachen, die man kontrollieren kann, die müssen halt auch dann funktionieren. Ja. Das ist dann schon wichtig. Ja. Ja. Was machst du denn am liebsten, wenn du nicht arbeitest? Also unterschiedlich, ne? Zum einen eben mit den Menschen zusammen sein, mit denen ich sonst nicht zusammen sein kann. Ne? Mhm. Das ist ja vor allen Dingen auch meine Familie. Aber ich laufe halt unheimlich gerne und jetzt gar nicht mal so in so einem Performance-Gedanken, was man jetzt vielleicht denken könnte. Mhm. Geht natürlich auch gar nicht, das siehst du ja auch, das funktioniert nicht mehr. Ich sehe dich nicht ganz. Ja, okay. Warum geht ja, das nicht? Ja, das ist natürlich auch bewusst so gehalten. Sieht sportlich aus, hör mal. Ja. Nee, aber natürlich kommt man, also das ist ja die Ironie, ne? Ich bin ja in diesem Sport gut geworden, weil es jede Bestzeit eigentlich schon wieder obsolet war, nachdem ich sie erlaufen habe. Weil dann war sie ja Old News und ich musste immer höher, schneller, weiter. Und nur so kommst du an die deutsche Spitze, sag ich mal, in deinem Jahrgang. Und jetzt ist komplett das Gegenteil. Ne? Ich laufe halt extrem langsam, aber mehr so als meditativen Charakter. Ne? Also es gibt ja auch viele, die mir immer gesagt haben, ja, du musst meditieren und so. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr gut und wichtig und so. Aber ich glaube, jeder hat vielleicht seine eigenen Tools, ne, wie er das macht. Und für mich ist diese Zeit, die ich während des Laufens verbringe, wirklich eine heilige Zeit, weil ich relativ schnell, ich sage immer, das ist wie beim Flugzeug, ne, mit dieser Flughöhe, die man erreicht, wenn ich 5 bis 10 Minuten habe, dann bin ich plötzlich komplett weg. Ne? Und also so, dass ich auch unbewusst über Ampeln laufe, aber das irgendwie hinkriege, aber nicht bewusst wahrnehme, dass ich jetzt irgendwie da eine Kreuzung überquert habe, sondern ich bin dann in so einem, ich will nicht sagen Trance-Zustand, aber es ist schon so, ja, der Bildschirmschoner ist an, ne? So und irgendwie die Gedanken schweifen und im Hintergrund wird die Festplatte fragmentiert, ja, so. Und wow. Kommst du aufgeräumt wieder zurück? Und ich komme aufgeräumt wieder zurück und ich fühle mich in dem Moment auch wirklich so ungestört und wirklich in meiner eigenen Welt. Und ob ich jetzt aktiv auf irgendwelchen Sachen rumkaue und überlege, wie mache ich das jetzt, oder ob ich an was ganz anderes denke und vielleicht auch so ein bisschen Tagträume, mir ein bisschen was vorstelle, was sein könnte in der Zukunft. Am Ende geht es mir auf jeden Fall immer besser als vorher. Und genau, deswegen, weil du gefragt hast, was mache ich gerne, wenn ich nicht arbeite, entweder was sehr, sag ich mal, Soziales mit vielen Menschen und mit Menschen, die mir wichtig sind, oder eben halt ganz alleine laufen. Toll. Ja. In Bewegung sein. Ja. Genau. Ja. Du hast ja gerade gesagt, du denkst da gar nichts. Die Gedanken fließen frei. Du bist im Reboot-Zustand sozusagen. Aber du hast sicher ja auch mal Momente, wo du dir Fragen stellst, die dich beschäftigen, wenn du an unsere Zukunft denkst, nehme ich an. Du bist ja mal sehr intellektuell, auch in vielen Themen ja auch drin. Welche Fragen beschäftigen dich denn, wenn du an unsere Zukunft denkst? Du meinst mit unsere, die Gesellschaft, die Welt? Ja. Oder? Oh. Ja. Danke. Du, kleiner ging es nicht. So eine kleine mathematische Formel, kannst du noch hinterher schicken. Nein, aber mehr Inklusion, du hast ja schon viele, viele auch soziale Themen auch schon angesprochen. Deswegen, ich glaube, es ist eher wie eine Art Fazit, eher als zu verstehen. Ja.
Also ich glaube, was mich halt umtreibt, ist dieses diese Widersprüche, ne? Also dieses, wie die Systeme, die wir gerade haben, teilweise die besten Systeme sind, die wir haben können, aber eben nicht die perfekten. Ne? Und wie kann eine Gesellschaft halt funktionieren? Also gerade, und ich glaube ja, dass Deutschland als soziale Marktwirtschaft zum Beispiel schon so einen super Kompromiss hatte zwischen, hey, wir können irgendwie total tolle Unternehmen kreieren, die Produkte in alle Welt exportieren und die eine starke Wirtschaft haben, und trotzdem haben wir so ein Sozialsystem, wenn es dir eben nicht gut geht, dass du halt aufgefangen wirst und so weiter. Aber aufgrund der Demografie funktioniert das halt auch nicht mehr, ja, also das Rentensystem und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es so Spannungsfelder wie natürlich Sustainability und, ne, auf der einen Seite wollen wir performanter werden und so weiter und auch digitaler, aber selbst, ne, bei Bitcoin, wenn man sich anguckt, wie viel Energie es verschluckt und so weiter, dann ist das auch eben nicht mehr. Oder selbst wenn man im Bereich der Elektromobilität anschaut, wie sustainable ist das tatsächlich, ne, diese Batterien zu produzieren und so weiter. Also es sind alles, die Welt ist halt voller Widersprüche, ne? Und das sind so Gedanken, die ich mir natürlich mache, weil ich auch eine Tochter habe, die 6 Jahre alt ist, und ich muss hier irgendwie erziehen und ich muss ihnen ja irgendwelche Werte vermitteln, und diese Komplexität ist einfach sehr schwer zu handeln, und es ist nicht mehr so einfach mit gut und schlecht und richtig und falsch und ich, wie gesagt, ich bin irgendwie schon sehr ehrgeizig und auch performancegetrieben, aber gleichzeitig auch jemand, dem das Soziale extrem wichtig ist, und ich sehe es nicht als Widerspruch, aber in dieser Welt wird es oft so gehandhabt, ne? Und das treibt mich schon sehr um. Ja. Und wenn du jetzt die jungen Kreativköpfe mobilisieren möchtest, um in die Agenturwelt zu kommen, nein, also was ist denn so die größte Motivation von der Next Generation in der Agenturwelt? Was zieht die an? Was finden die wichtig, vor allem auch bei ihrem Arbeitgeber? Was wollen die für eine Arbeitsatmosphäre, Arbeitsumgebung? So einmal noch mal kurz in die Zukunft geschaut und so einen Tipp gegeben an die Agenturwelt. Also ich glaube, dass die Agenturwelt jetzt gerade schon so ein bisschen eine Construction Site ist, leider. Mhm. Let's be honest. Ja. Wir haben Geschäftsmodelle teilweise aus einer alten Welt, die jetzt nicht mehr gilt, aber die uns noch gerade so am Leben hält. Und ne, ob das jetzt unsere Stunden sind, die wir abrechnen und so weiter, oder auch, dass wir unsere Kreativität, unsere Ideen für viel zu wenig Geld verkaufen im Endeffekt, ja. Es ist schwierig. Ich glaube, dass das, was vielleicht attraktiv ist, ist, dass auch auf einem sinkenden Schiff kann man ja was Tolles, sag ich mal, kreieren. Also ich sag mal, wenn man Teil der Lösung ist und das Schiff wieder auf Kurs bringt, ne? Ich glaube tatsächlich, dass im Moment der Status quo nicht sehr appealing ist, weil man arbeitet sehr viel für wenig Geld und wenig Wertschätzung, und man ist noch nicht mal unbedingt dran schuld. Also ich glaube, dass viele einfach ihren Job extrem gut machen und trotzdem nicht wirklich belohnt werden, weil einfach, wie gesagt, es systemische Probleme gibt, weil einfach so, wie es damals bei der Musikbranche war mit Universal und BMG und wie sie alle hießen, da kamen halt die MP3s auf einmal und da musste man einfach seine komplette Existenz nochmal neu erfinden. Und viele Branchen müssen das tun, sich neu transformieren. Und bei mir war das so, ich habe an dieser Transformation sehr profitiert, weil es natürlich eine Spielwiese war für junge Menschen mit neuen Ideen, die anders denken und die vielleicht keine Erfahrung hatten mit dem alten System und dadurch prädestiniert waren, ein neues zu kreieren. Das heißt also, für mich war das so eine Art, ja, Glücksfall, aber immer nochmal, der Kontext ist, da geht gerade eine Industrie so ein bisschen, langsam aber sicher aufs Ende zu und muss jetzt sich neu erfinden. Und das ist, glaube ich, das, was attraktiv ist, weil man ist quasi jetzt an Ground Zero und man kann es jetzt nochmal neu gestalten. Und ich glaube, dass, auch wenn jetzt ganz viele andere Player auch mit am Start sind im Bereich der Kreativität im weitesten Sinne, weil sie Content machen, weil sie Plattformen bereitstellen, Social Media, weil sie, ne, als Influencer sehr viel Content kreieren, wie auch immer. Ich glaube, dass die Kreativagenturen am Ende doch noch einen extrem starken USP haben und sie jetzt nur gucken müssen und wir gucken müssen, wie wir es halt richtig productizen und wie wir es richtig wieder ökonomisch sinnvoll unter die Menschen bringen und uns nicht unter Wert verkaufen. Und deswegen, ich kann verstehen, wenn es zwischendurch sich ein bisschen anfühlt, als wäre es nicht so attraktiv, aber wie das halt so ist, ne, bei unterbewerteten Aktien jetzt einsteigen
Und genau. Richtig. Und dich hat es ja dann auch in die Boutique-Agentur gezogen. Du warst ja 14 Jahre lang in einem riesen Agenturkosmos unterwegs und jetzt bist du in einer Boutique-Agentur. Was hat dich da dahin was findest du das Begeisternde daran? Du bist ja ganz frisch dabei. Ja, also vielleicht Du hast noch den Heiligenschein über deinen. Genau. Ich bin noch, ich habe noch Welpenschutz. Vielleicht muss ich damit anfangen, was mich an der Konzernwelt so fasziniert hat, also der Netzwerkwelt, weil das ist dann einfacher zu erklären. Ne? Also ich habe 14 Jahre jetzt bei WPP gearbeitet und was ich natürlich faszinierend fand, 14 Jahre hört sich so an, ne? Als Betriebsführer kriege ich schon irgendwie einen Blumenstrauß und eine Uhr geschenkt. Also ich habe alle 2 Jahre einen anderen Job gehabt und ich habe in dieser Zeit für sehr viele unterschiedliche Firmen gearbeitet und ich habe Strategie gemacht, ich habe Account Management gemacht, ich habe Media Buying gemacht, ich habe in China gearbeitet, ich habe in London gearbeitet, ich habe in Berlin, Frankfurt, Düsseldorf gearbeitet. Also wenn man sich das mal anguckt, in 14 Jahren, was ich alles machen durfte, ja, ich habe Delivery geleitet, aber ich habe auch Kundengeschäft geleitet, ich habe auf Coca-Cola gearbeitet und so weiter und so fort. Regionale Rollen, lokale Rollen. Also man sieht schon, es ist einfach ein bunter Strauß. Und das Privileg, was man hatte, war natürlich, diese ganze Veränderung hatte trotzdem immer einen roten Faden. Also es gab viele Menschen im System, die nicht weggegangen sind, die waren da. Die haben vielleicht auch ihre Rolle geändert, aber sie waren da, da waren Fixpunkte und mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, dieses System zu navigieren und ich konnte immer Gas geben und ich wusste immer, irgendwo öffnet sich eine Tür und es geht weiter und ich kann immer meine Comfortzone verlassen. Das heißt, ich hatte eine große Comfortzone, das war die WPP Holding und ich wusste, es gibt gewisse Spielregeln und wenn du die kannst, wird es dir immer gut gehen in diesem Konzern. Aber gleichzeitig konnte ich die Comfortzone im Mikrokosmos immer wieder verlassen. Mhm. Und aber da ist schon der Punkt, ja, als ich dann von außen angesprochen wurde auf diese Boutique-Geschichte, habe ich gemerkt, uiuiui, Simon, du hast zwar dein eigenes System der Selbstoptimierung gut perfektionisiert, aber eigentlich hast du dir jetzt wieder so eine kleine Comfortzone geschaffen. Mhm. Und da habe ich mich selbst ein bisschen veräppelt. Und da habe ich gedacht, okay, nee, weißt du was, jetzt mal richtig disrupten, weil ich bin jetzt auch 41 und ich erinnere mich sehr, wie ich damals gewisse Menschen, naja, ich will nicht sagen, den Job streitig gemacht haben, aber wo man sich im Zweifel dann für mich entschieden hat, weil ich damals derjenige war, der zwar weniger Ahnung hatte, aber ja eben den Hunger, die Innovationskraft, die Neugier. Und ich habe halt mich selbst aber quasi im Spiegel betrachtet und gedacht, scheiße, ich bin ja jetzt dieser Mensch, der so sehr gemütlich weiß, was passiert und alles antizipieren kann und Nee, so nicht. Jetzt musst du wieder disrupten. Und deswegen habe ich gedacht, okay, Boutique ist genau das Gegenstück, ist vielleicht in der Wertschöpfungskette nur ein Ausschnitt, heißt aber auch kondensiert, also konzentriert. Ja, das heißt, natürlich, ne, WPP und Ogilvy wird natürlich immer in meinem Herzen irgendwie Nummer 1 bleiben als Netzwerk, ne, was die abbilden, ne, Data, Tech, Experience, die machen wirklich alles. Und so eine 72 and Sunny macht natürlich jetzt nicht ganz so viel, sondern wirklich nur kreativ Ideen und Strategie. Aber es ist ein neues Umfeld, ne? Also man hat auch ein bisschen mehr mit vielleicht auch kreativen Diven zu tun, die man managen muss. Aber ja, es ist eine neue Welt und es ist einfach auch nicht so ein Riesenkonstrukt, was man mit sich trägt, ne? Also wenn man jetzt irgendwie Entscheidungen bis nach Global irgendwie durchbringen muss, dann hat man irgendwie 7 Präsentationen und da muss man auch wahrscheinlich 7-mal die Präsentation anders machen, damit sie auch jedem super gefällt. Und hier habe ich natürlich einen Boss zum Beispiel, das ist globaler CEO, eine Frau, Evan Schutt, die mich sehr fasziniert hat auch in diesem Prozess. Mhm. Und man merkt halt, dass diese Menschen, die ja auch Partner sind, so viel näher natürlich an dem Produkt sind, der Agentur, weil es halt eben keine, ne, WPP ist, wo dann irgendwo ein CEO ist, vor Investoren auf CNN irgendwie was announced, sondern genau. Also ja, und diese Nähe, dieses auch ganz ehrlich, ist eine gewisse Authentizität natürlich dabei, ne? Also die Messages, die von der Führung kommen, die sehr unmittelbar in die Situation rein kommuniziert werden, ja, die spürt man natürlich auch ganz anders. Und ja, jetzt habe ich an Amsterdam haben wir 100 Leute und ich finde auch schon groß diese, auch für eine Boutique-Agentur, ne? Ja, es ist jetzt kein kleines, also es ist, ne, es ist eine große Boutique. Mhm. Nein, aber es ist jetzt so, dass man ein Office hat und nicht jetzt ganz viele Offices in allen Ländern. Und wir haben 5 Offices weltweit, ne? Also in New York, in Los Angeles, in Singapur, Sydney und eben Amsterdam. Und da bin ich jetzt sozusagen für das Europageschäft zuständig, zusammen mit meinen Kollegen und das ist natürlich cool, weil wenn ich bedenke, in Ogilvy zum Beispiel, ne, wenn du dann also regionaler CEO sein willst mit all diesen Offices darunter, das ist
Das kann man in 10 Jahren nochmal drüber nachdenken. Und so kann ich international arbeiten und trotzdem ein kleines Umfeld haben, wo man auch Kultur besser beeinflussen kann. Weil 100 auch so die Grenze ist, wo man sagt, das kann man ganz gut irgendwie steuern. Ne? Genau. Toll. Also ich wünsche dir super viel Erfolg. Aber weißt du, das größte Erfolgsrezept für dich ist, bleib einfach wie du bist. Ne? Das ist sehr lieb, Shirin. Also, wir sind noch nicht ganz durch. Wir haben jetzt quasi das Finale unserer Party erreicht. Und bei einem Finale gibt es ja auch, bei meinem Finale zumindest, ein kleines Feuerwerk. Das bedeutet, du darfst dich jetzt entspannt zurücklehnen und ich werde dir Sachen entgegenschmettern. Und du antwortest einfach kurz und knapp. Okay. Ist ganz einfach. Ich brauche noch so ein Signal irgendwann. Also, wenn jemand da draußen zuhört, mir so ein cooles Feuerwerksignal, was ich auch kommerziell nutzen darf hier natürlich in dem Podcast, dann her damit. Feuerwerk. Okay. So, Berge oder Meer? Meer. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Geplant oder spontan? Geplant. Und beschriftet. Abwarten oder selber machen? Selber machen. Party oder Couch? Mittlerweile Couch. Das hätte ich dich vor 10 Jahren gefallen. Wäre das noch anders gewesen. Da wäre das noch anders gewesen, ja. Ja, das stimmt wohl. Was ist denn dein Lieblingsdrink? Oh, Bloody Mary. Allen Dingen aber natürlich am nächsten Morgen, wenn man am Abend davor vielleicht auch ein bisschen übertrieben hat. Wirklich, so eine Bloody, echt, ja? Ah, so ein richtiger spicy Bloody Mary. Mm, gibt wenig Schöneres, ja. Gibt nichts Besseres zum Frühstück. Sehr schön. Da denke ich an dich, wenn ich das mal. Ach so, jetzt muss ich dazu fragen, es hätte gar kein alkoholisches Getränk sein müssen, ne? Wahrscheinlich habe ich, nee, genau. Hab ich mich total geoutet, natürlich. Es hätte auch irgendwie ein Kaffee, Latte Macchiato mit Karamellschaum oder so. Das hätte alles sein. Ah, da komme ich nicht mehr raus aus der Nummer. Also, okay. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Okay, dann werden wir auf jeden Fall mal eine Bloody Mary. Ja, das Ding ist, ich frage das natürlich auch, dass wir irgendwann natürlich auch eine Bloody Mary trinken. Ist natürlich klar. Ne? Ist natürlich klar. Aber vorher noch ein Kölsch, ne? Das ist ja wichtig. Oh, genau. Oder das auch. Du, was ist denn dein Lieblingsland? Ui, Lieblingsland. Die Welt. Ja, huiuiui. Deutschland. Deutschland. Mhm. Und hast du einen Lieblingssong, bei dem du so richtig abgehst? Nee. Der an einer Playlist nicht fehlen darf. Hörst du denn grundsätzlich Musik? Oder ja, schon, Musik, aber halt so sehr diverse. Okay, ja, so ja. Querbeet, alles drum und dran. Ja, da habe ich nicht so viel Mut zur Persönlichkeit, wenn es um Musik geht. Dann mach doch nichts, ist doch nicht schlimm. Dafür hast du das auf anderen Ebenen. Ich danke dir, Simon. Du bist nicht nur ein ganz sympathischer Kreativkopf, sondern zeigst auch, dass es sich in der Karriere lohnt, auf Soft Skills und seinen Mut zur Persönlichkeit zu setzen. Und das bringt mich dann ja auch zur letzten Frage. Denn warum benötigt die Welt aus deiner Sicht Mut zur Persönlichkeit, Simon? Ja, ich glaube, die Welt, so wie wir sie jetzt kennen, war noch nie komplexer, war auch nie schnelllebiger. Und ich glaube, dass Menschen sich einfach sehnen nach Orientierung und nach Ankern. Und Mut zur Persönlichkeit, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, heißt ja, bei sich zu bleiben und damit auch so ein bisschen Kante zu zeigen und sich für die Werte einzusetzen, für die man steht. Und diesen Mut aufzuweisen, ist, glaube ich, für sich selbst gut, weil man sich selbst findet dadurch und näher bei sich bleibt, aber für andere auch, weil es ja auch eine Art Inspiration oder Stimulation darstellt, emotionaler oder auch intellektueller Natur, wie auch immer, und das wiederum sozusagen das Kollektiv ja irgendwie befruchtet. Und dementsprechend ist das, glaube ich, für die Welt, in der wir jetzt leben, unabdingbar. Ich danke dir für deine Zeit und das wirklich tolle Gespräch. Möchtest du noch irgendwas ergänzen, bevor ich die Abmoderation mache? Ich möchte natürlich nicht das Wort abschneiden. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ja, ich will einfach nur vielen, vielen Dank sagen, Shirin. Du machst das wirklich sehr, sehr super und auch angenehm und die Zeit ist verflogen. Ja, ne? Das glaubt man immer gar nicht so. Ja, wie lange reden wir denn? Ja, so eine Stunde? Boah, echt. Ganz ehrlich, man denkt doch immer erst, boah, eine Stunde. Boah, nochmal, das schau ja niemals. Aber guck, siehst du mal, ne? Ja, ich versuche immer nicht mehr als eine Stunde. Ich versuche immer so rund eine Stunde, aber weißt du, 3 Minuten plus oder minus, das wird mir jeder verzeihen. Und vor allem, wenn es so ein tolles Gespräch war, ganz vielen Dank und auf bald zur Bloody Mary. Und auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Schaut euch gerne mal in den früheren Folgen um. Schaltet auch gerne wieder nächsten Freitag ein. Zeigt Persönlichkeit, seid mutig, eure Shirin. Hol dir deine Portion Mut zur Persönlichkeit.
Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzipersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcast-Diensten.